Jawohl! Und ich bleib wieder. Ohne Mac. Ich bleib wieder. Ja. Mams, Headshot! Au! Nein! So, was ist denn hier? Ach, Scheiße! Fick dich! Scheiße! Geht das nicht gut? Nee, nicht gut. Nicht gut. Nein, Scheiße! Nein, komm! Komm schon! Ja! Fickt euch! Mann! Halt dein Maul da! Ja, voll! Enes. Oh mein Gott. Also links oder rechts? Au. Warum kriege ich denn die Schüsse ab? Mann. Was war das? Hey. Ja. Oh, gestörter Bäcker. Bam! Bam! Zack! Oh! Bam! Bam! Und so ein Transformer oder was? Bringt den Lohn. Du schießt genau in der Sonne. Wichser. Ja, natürlich. Ich laufe da voll rein. Hier, ich habe auch eine Blankgranate. Ja, hier, da. Wir sind hier noch. Ah, Mann. Ach, Flammenwerfer. Mann. Das ist völlig unfair. Flammenwerfer sind böse. Arschen. Ja.
Ja, fertig. Schön rein. Ein Hörjener, ein Hörjener. Wo bist du? Hey, das ist doof. Wo ist denn der? Verschwinde! Nur drei? Danke, Shepard. Ohne Sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich Ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Information hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass sie wissen, was das Beste ist. Ich habe nicht gefragt, welcher Ansicht irgendein Admiral ist, sondern was Sie davon halten. Viele sind hier gestorben. Einige davon waren meine Freunde. Und alle haben ihre Sache gut gemacht. Diese verdammten Daten müssen schon ziemlich wertvoll sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Kein... Okay, gut. Nein. Oh Gott, ich bin müde. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Hastrums Sonne wird instabil. Zur Zeit der aquarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern. So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Hastrums Sonne ist dafür viel zu jung. Das ist ein Mysterium. Egal. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich Sie auf der Normandy brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können Sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Rieger, Sie haben es geschafft. Ihr alter Captain ist so gut wie die Sache. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance. Die Normandy kann Sie von hier wegbringen, wenn Sie möchten, Rieger. Die Gelf haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde Sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Jawohl, jetzt haben wir Tali. Mission erfüllt. Stufenaufstieg. Yeah. Missionszusammenfassung. Tali Zora für das Team rekrutiert. Tali Zora ist zwar Shepards gegenüber, ja, aber ihre Ablehnung von Zebrus macht eine genaue Beobachtung erforderlich. Entsende ferne Aufklärungseinheiten, um die Aktivitäten zu untersuchen, für den Fall, dass die Ereignisse auf Hastrum Folgenaktionen auslösen. Jawohl. Die Tempest. Ja, so viel schöner, viel Text. Kredits, jawohl. Iridum, jawohl. Bericht, jawohl. Jawohl. Wächter sind nahezu unzerstörbar. Ihre Tech-Panzerung sorgt für zusätzlichen Schutz auf kurze Distanz und können sie
Feinde betäuben! Oh, ich bin müde, ich bin ja recht müde. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talisora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil sein. Ich kenne sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Jawohl! Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn es hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normandy um, solange Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Talisora die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Ich bin auf dem Maschinendeck, wenn Sie mich brauchen. Vergessen Sie nicht, sich bei Eli vorzustellen, der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Ah, herrlich! Einmal dramatisch in die Kamera schauen. Zoom. Ja. Super, jetzt haben wir Tali. Waffen-Upgrade. Strotflinten, Schilddurchdringung. Öder Schaden gegen Schilder und biotische Barrieren um 50% verbessert. Strotflinten. Schwere Strohflinten und Sturmschrotflinten für die gesamte Gruppe. Yay. Forschen, immer forschen. So. Und weiter Waffenupgrade, immer weiter Waffenupgrade. Sturmgewehrschaden. Grumbund plus 20%. Plus 20% Sturmgewehrschaden. Verbessert Sturmgewehr, Kampfgewehre und Maschinengewehre. Für ihre gesamte Gruppe! Dieser Angriff verstärkt den Masseneffektgenerator der Waffe, wodurch die Geschwindigkeit jedes Projektil erhöht wird. Yay! Yay, yay! Sturmgewehr Durchschlag! Jawohl! Plus 25% Sturmgewehr Schaden gegenüber Panzerung, Schilder und biotische Barrieren, verbessert Sturmgewehr, Kampfgewehr und Maschinengewehr für ihre gesamte Gruppe! Wolframanteil dieser Projektile erhöht und der Gruppenkerl beim Computer neu kalibriert, was die Durchschlagskraft gegen schwer gepanzerte Ziele verbessert. Um jedes Projektil wird vor dem Abfeuern eine Phasenumhülle erzeugt. Ja! Ja, man weiß, was gemeint ist. Ja, dafür muss ich noch... Ja. Biotischer Schaden. So. Biotische Wirkungsdauer. Erde das Schild. Jedigel. Hechschaden. Schiffsverbesserung. Mensch. Prototypen. Kraft neu ausbilden. Für Hautgewebe, jawohl. Plus 20% mehr Gesundheit, das ist wichtig. Prototyp. Schweres Knochengewebe. Schepper erhält durch Nahkampfangriffe 50% weniger Schaden. Durch Verstärkung des Skeletts mit synthetischem Gewebe werden Knochen nahezu unzerbrechlich. Oha, sowas kann man sich also hier vorstellen. Wow. Verletzte eines Knochen... Traumas ist durch Medigel-Leistung eine Regeneration bei weniger Tage möglich. Yay, yay. Und... Iridum reinigt sich auf Billibum. So, obwohl wir das gar nicht brauchen.
Wir sollten niemals einsetzen. Danke es trotzdem. So, jetzt dieselbe Prozedur jetzt wieder. Und als nächstes werden wir die Justikarin und den Antäter rekrutieren. Dann machen wir die ganz andere Mission. Es freut mich, dass Talia an Bord ist, Commander. Genau wie früher. Sie ist es doch, oder? Ich meine, mit der Baske weiß man nie. Ach, vergessen Sie es. Alles klar. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ja, jetzt sagt ihr den Satz dann die ganze Zeit, wenn man den dann ausfragt. Oh mein Gott. Ich bin wirklich müde. Weil ich das schade finde. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, neue Nachrichten. Und diese Nachrichten. Das. Ah ja, das war jetzt hier. Diesen einen da. Genehmigung Admiralsflotte. Tarzo, was niemals. Sucht um Versetzung unter Ihr Kommando. Ja. Aha. Wenn es durchlesen will, drückt bitte einmal auf den Pause-Button. Danke. So. Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch mit Ihrer Freundin Tali. Sie ist ganz anders, als ich es nach dem Psycho-Report erwartet hatte. Ich mag sie. Ja. Wir sind nicht befreundet. Kein Stück. Sie ist ein Alien. Tali ist eine gute Freundin. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht. Meine weibliche Intuition sagt mir, dass sie gerne mehr wäre als nur eine gute Freundin. Weshalb sagen Sie das? Man sieht es an ihrer Körpersprache. Wie sie sich umdreht, wenn sie den Raum betreten. Wie sie jede ihrer Bewegungen beobachtet. Sie ist so elegant und wunderbar. Schade bloß, dass ihr ganzes Verhalten so kalt ist. Oha! Warum machen Sie sie traurig? Ihre Umweltanzüge sind wunderschön, aber wegen ihres Immunsystems sind sie darin gefangen. Ich frage mich, wie sie wohl unter ihren Helmen aussehen oder wie sich ihre Haut anfühlt. Oh! Fühlen Sie sich zu anderen Spezies hingezogen? Nun, es gehört zu meiner Arbeit, die Motive und Gefühle von Menschen und Aliens vorherzusagen. Intime Kenntnis führt zu Verständnis. Und Leidenschaft ist schön, egal bei wem man sie findet. Nur der Charakter zählt, nicht Spezies oder Geschlecht. Noch etwas, Commander? Jawohl, habt ihr das gehört? So ist es. So nicht anders. Jawohl. Das sind wahre Worte. Gibt es etwas, was ich wissen sollte? Agentin Lawson würde gerne in ihrer Station auf dem Crew Deck mit Ihnen sprechen. Agent Taylor würde gerne drüben in der Waffenkammer mit Ihnen sprechen. Morden würde gerne in seinem Tech-Labor mit Ihnen sprechen. Jack würde gerne in Ihrem Unterschlupf auf dem Maschinendeck mit Ihnen sprechen. Grunt wird sehr nervös und geht ständig im Frachtraum auf und ab. Sie sollten mal nach ihm sehen. Noch etwas, Commander? Wow! Naja, wie auch immer. Passen Sie auf sich auf. Naja, wie auch immer. Jetzt machen wir dieselbe Prozedur so wie sonst auch. Zeit ein bisschen zu sammeln. Na dann, Eurio, ich bände erstmal. Tü tü.